Okay, Leute, es geht weiter. Ich habe es rausgefunden. Und es war so simpel, aber ich habe mir so blöde angestellt und habe gedacht, man kommt nicht mal raus. Aber okay, man muss dann ein bisschen so dann. So. Okay, dann nicht so. Dann so. Und raus mit uns. Okay, jetzt kommt der Boss oder so. Willst du mich verarschen? Wieso gehst du nach vorne? Kannst du diese Bastardos nicht von hinten angreifen oder was? Du bist weg, weil du dein Schild geöffnet hast. Da musst du lernen. Okay, der ist dämlich und macht dein Schild auch noch auf. Aber ich hoffe, du greifst ihn. Okay, du greifst ihn an. Gut, gut. 280. Gut, 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 gut. Okay, jetzt müssen wir weiter. Ich habe bemerkt, diese Chrono-Trigger-Parts sind bisher so 30 Minuten oder mehr. Okay. Der Gefangene flieht. Den, 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 den. Okay, jetzt haben wir alle Schatztruhen hier geholt. Es gibt nichts mehr für uns hier zu tun. Außer zu fliehen. Und den Kanzler zu verprügeln, weil er denkt, wir haben irgendwas gemacht. Okay. Verprügeln wir den Soldaten. Dankeschön. Sehr vielen Dank. 20 Erfahrungspunkte, 140 Geld. Dankeschön. Okay, jetzt geht's hier weiter. Und was hast du zu sagen? Hilfe! Wurde verprügelt, okay. Der Zettel fliegt einfach auf den Boden, ist klar. Chrono, ich rette dich. Pah, du hättest meine Hilfe scheinbar gar nicht gebraucht. Los, zeigen wir es ihnen. Okay, sie hat sich wieder angeschlossen. Ein streng geheimes Dokument wurde hier liegen lassen. Dokument lesen, ja. Für den Gefängnisaufseher, Drachenpanzer Benutzerhandbuch. Der Kopf repariert Schaden am Körper. Ein Schutzschild. Ach so. Der Kopf repariert Schaden am Körper. Ein Schutzschild wehrt dem Schaden durch Gewitter und Feuer ab. Solange der Kopf intakt ist, ist der Drachenpanzer unschlagbar. Ach so. Ist doch, glaube ich, da ein Tipp, wie diesen Bossfight, der gleich kommen wird. Warte mal, wie war das jetzt nochmal? Ich will es lesen. Für die Gefängnisaufseher. Drachenpanzer Benutzerhandbuch. Der Kopf repariert Schaden am Körper. Ein Schutzschild wehrt den Schaden durch Gewitter. Okay, wir müssen den Kopf angreifen. Merken wir uns dann. Okay, jetzt kommt der Boss. Yeah, Boss-Time. Und was hast du zu... Ich höre dich, Boss. Zeig dich da mal. Was war das? Bestimmt kommt er jetzt von links. Kleiner Dinosaurier. Vorwärts, Drachenpanzer. Finde ich die Rebellen. Ich hasse diesen Kanz langsam. Attacke. Kopf repariert Schaden. Ja, ich habe den noch nicht angegriffen, aber egal. 135. Panzerkopf. 96. Angriff, Kopperitsch. Ja. Okay, das und der, was es repariert, ist nicht so viel. Wir haben davor schon mehr Schaden gemacht. Feuerwurf. Warte, wie viel Schaden hat der jetzt gerade gemacht? Oh, verdammt. Ja. Stich. Verdammte Kacke. Bin ich irgendwie unterlevelt oder kommt es mir nur so vor? Angriff. Heilung auf Chrono. 135. Heile mich. Hä, wo ist die Heilung geblieben? Hallo, ich will die Heilung. Hallo, ich will eine Heilung, verdammt. Okay, dann muss ich einfach... So. Warte, habe ich gerade Heilung auf den Typen, auf das Monster gemacht? Nein, habe ich nicht. Gut so. 54. Okay, wie viel Schaden hat er jetzt gemacht? Okay, ich muss das Mädchen heilen. Also Luca. Heilung auf sie. Heilung.
Hä? So. Angriff und so. 138. Ich komme mir so vor, ob ich mich so blöde hier anstelle. Anscheinend stelle ich mich auch noch blöde hier an, bei diesem Bossfight. Angriff. Ja, repariere deinen Schaden, aber du hast schon über den Schaden, den du eigentlich reparieren sollst, gehabt. Okay, jetzt kann er nichts mehr machen. Jetzt müsste er ganz in den Körper angreifen. Jetzt ist er verwundbar, jetzt komm. Angriff. 50. Combo. Hypnowelle. Machen wir das mal, Hypnowelle. Bringt wohl nichts. Okay. Egal, das wollte ich noch einfach zeigen. Feuerwirbel. Verdammt. Ja, genau, ist klar. Ist klar. Hab ich ihn besiegt? So. Okay, du hast dich geheilt. Aber was mit Chrono? Das ist die bessere Frage. Ja, Chrono ist tot. Egal, den kann ich wiederbeleben. Ist ja nicht so schlimm. Komm, wiederbeleben. Belebung, so. Yeah. Chrono ist back. Und Angriff auf die Räder. Räder, komm. Die Räder nerven aber richtig. Ja, die nerven wieder so richtig. Angriff. 144. Die Räder sind weg. 40 Erfahrungspunkte. 500 Kill. Luca erreicht nächste Stufe. Haben wir den Boss besiegt? Bams. Puh, ich dachte, ich hab den Kampf verloren. Sie haben ihn kaputt gemacht. Reparieren, schnell. Ja, explodiert doch gerade. Merkt ihr das nicht, oder wie? Geile Mauer für mich. Glaubt ja nicht, dass ihr so einfach davon wegkommt. Lauf. Wir gehen wieder zurück. Und speichern wieder ab. Ist ja schlau, wenn wir das jetzt abspeichern können. Okay. Ich brauche einen Magier, der mich heilt. Also einen Weißmagier. Und wenn der Boss jetzt nochmal auftaucht. Glaub ich ja nicht, dass ihr einfach so davon kommt. Ihr werdet sowieso alle da unten krepieren, deswegen scheiß auf eure Meinung. Eine Unterkunft erhalten. Und hier gibt's nichts. Was? Hier gibt's auch nichts. Und hier? Sie entkommen! Wir haben keine andere Wahl als die Gewalt. Hä? Wollt ihr mich irgendwie aufhalten oder was ist los? Sie entkommen! Halt! Prinzessin Nadia! Ja, diese Typen sind so dämlich, greifen mich nicht mal an, was ist los? Jetzt, das ist mein Freund. Zeigt ihnen euren Respekt. Küsst mir sie Füße, verdammte Wichser. Wer hat mir widersprochen? Könnt ihr keine Befehle ausführen? Natürlich. Bewegung! Keine Bewegung, ach so. Jetzt kommt der Kanzler oder was? Tut, was König Guardia der 33. sagt. Jetzt kommt der Papa. Vater. Ruhe, Prinzessin Nadia. Der Thron steht über deinen persönlichen Wünschen. Was? Auch wenn ich einen Titel habe, bin ich doch immer noch ein Mensch. Selbst einmal den hast du draußen aufgepickt. Wenn ich etwas aufgepickt habe, dann wohl gesunden Menschenverstand. Prinzessin Nadia. Ich hasse dich. Ich gehe. Prinzessin Nadia! Komm, Chrono! Okay. Wir können einfach durch Leute gehen, okay. Steht nicht rum wie die Ölgötzen. Hinterher!
Ja, Papa, wenn du jedes Mal an deinen Thron denkst, dann wirst du irgendwann gehasst. Prinzessin Nadia. Eine Runde Mitleid für ihn. Da sind die hinterher. Und was wollt ihr jetzt machen? Kommt her, jetzt sollten wir mal sehen, was ihr machen wollt. Es gibt kein Entkommen. Ruhe! Ey, wollt ihr mich verarschen? Ruhe, 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 Ruhe. Fick dich ins Knie. Es gibt kein Entkommen. Wieder ein Teleporter, okay? Eine Sackgasse? Oder doch nicht? Ein Tor! Yeah! Wir müssen das Tor wohl benutzen. Los! Aber wohin führt das? Ist doch egal, nur weg hier! Da hat sie auch recht. Prinzessin Nadia. Jetzt kommt der Kanzler. Und seine so unfähigen Beschützer. Das ist kompletter Wahnsinn. Beeilung, Chrono. Okay. Okay. Was hast du zu sagen? Prinzessin Nadia, geht weg von diesen Ganoven. Teleport und wir sind gleich wieder auf Drogen. Und ihr guckt mich einfach... Hä? Sie sind verschwunden? Nein, wir sind in den Boden gefallen. Jetzt kommt wieder der Drogentrip. Autsch! Hallo, wo sind wir? Hier findet uns der Kanzler nie und nimmer. Aber wo sind wir? Ja, das will ich auch wissen. Die Zivilisation hier scheint so fortgeschritten. Als wären wir in einer anderen Welt. Stargate! Speichern wir mal. Und? Das ist ein seltsames Emblem, durch Kraftfeld versiegelt. Okay. Gibt's auch einen Speicherpunkt? Okay. Ich kann das in das Gebäude nicht rein. Laboratorium 16. Und was hast du? Also das sind Gegner oder was? Sie sehen für mich irgendwie wie Missgestalten aus. Die sehen aus wie die Pilze, die ich immer besiegt habe. Okay, die halten mehr aus und ich bin auch am Arsch wegen meinen ganzen Lebenspunkten, die ich jetzt habe. Verdammt. Okay, ich gehe gleich wieder raus und gehe in ein Dorf oder so, um neue Waffen zu kaufen. Okay, du bist ein Wichser, der alle heilt. Okay. Chrono, gib ihm den letzten Schlag. 73. Jetzt gib auf eine auf die komische Pflanze da. Okay, die will angreifen. Okay, du bist weg. Und wie viele Erfahrungspunkte? 64. 4 Tech-Punkte. Mal erreicht nächste Stufe. Yay. Okay, ich gehe wieder raus, weil ich bin unsicher, was jetzt auf mich kommt. Was auf mich zukommt. Okay, ich gehe auch nochmal speichern. Jenseits der Ruinen. Wo zum Teufel sind wir hier? Unterkunft. Okay, danke schön. Okay, Zeitalter können sie auch nicht sagen. Okay, was ist das hier? Trankuppel. Speichern ab. Was bist du für einer? Habt ihr Geld? Ja. Das soll Geld sein? Naja, ich habe jedenfalls gute Sachen. Kaufen. Eisenanzug. Eisenhelm. Eisenanzug. Oha, ich habe wenig Geld noch. Eisenhelm für Luca. Eisenanzug für Male. Kann ich jetzt noch nicht kaufen. Okay. Geld sparen, irgendwann zahlt sich aus. Ist mein Motto. Falsche Abteilung und wieder falsche. Luca, was wollte ich ihr geben? Eisenhelm. Richtig. Christin. Ach, was wollte ich dir geben eigentlich? Bronzehelm? Nein. Hä, was wollte ich dir denn eigentlich nochmal geben?
So, aber, hä, was habe ich dir denn gekauft? Oder war es für ihn, ja? Ich habe da noch was gekauft, das weiß ich doch. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ach ja, das war das Gewehr hier. Denn so dämlich auch noch. Okay. Was seid ihr für Typen? Essen gibt's hier in der Ares-Kuppel im Nordwesten, jenseits von Laboratorium 16. Aber die Monster reagieren nicht auf Schwerter oder Pistolen. Friedenskuppel? Nie gehört. Dies ist die Trankkuppel. Essen gibt's hier nicht. Königreich, wo? Im Ernaton aussuchen? Ausruhen? Ja. Aber der Hunger bleibt. Das ist ein seltsames Emblem, durch Kraftfeld versiegelt. Oha. Was ist das für eine Region? Was ist das für eine Region denn? Die Menschen sind ja hier alle depressiv und so. Kann ich auch verstehen, wenn sie irgendwie Hunger leiden. Okay, dann müssen wir durch das Laboratorium 16. Okay, was für... Ein Tunnel gestohlen. Hat er mich gerade bestohlen, der Wichser? Ein Berserker erhalten. Okay, die Teile beklauen mich. Berserker. Okay. Wo ist das verfickte Missgestalt-Ding da, das mich beklaut hat? Ich will es verprügeln. Was sind das denn für Viecher, das er gerade ausgespuckt hat? Oktobirne. 98. Verdammt. Okay, 9 Schaden. 51 Schaden. Wie viel Schaden machst du? Okay, das ist ein Laser. Ich bringe dich um. 95. Jetzt kommt der fleischfressende Bastard. 36. 36. Jetzt kommst du. Und 68. Puh, aber der Bastard hat mir Tonic gestohlen. Okay, merkt euch, Leute. Diese Bastardos sind nicht nett. Die beklauen jemanden, aber richtig. Und dann muss ich nochmal gegen die kämpfen. Okay, ich habe hier genügend... Zyklon. So. Alle drei auf einmal. Eins ist tot. Zwei sind tot. Nein, drei sind tot, meine ich. Okay, sind ja irgendwie ein bisschen overlevelt. Nein, oder? Und ich schon overlevelt hier? Geht bestimmt nicht. 64 Erfahrungspunkte. 4 Tech-Punkte. Ich werde jetzt so lange machen, bis ich irgendwie merke, dass ich nicht weiterkommen kann. Okay, das hier. Wie, jetzt kommen Monster, wenn ich gerade Truhe öffnen will. Und Angriff. 106. Und... Ach, fick nicht meine Freundin hier. Ja, fick mich auch nicht. Du bist weg. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch. Und ihr werdet euch sowieso wundern, boah, was ich diesen 2 Monaten gemacht habe. Ihr werdet euren Spaß haben in den Ferien, wenn ihr so viele Videos von mir sehen könnt. Vielleicht haben die meisten auch keinen Bock, das alles jetzt nochmal anzugucken bei mir. Also Super Mario Advance und so, aber... Bei jedem Let's Play ist ja anders, also unterschiedlich, wie das jetzt von der Kommentierweise ist. Und meine Kommentierweise ist ja immer so, verdammt, fick dich, fahr zur Hölle und alles. Eine Magnetklinge, die ich schon habe. Und noch 2 Mal davon auch noch. Wieso habe ich dann von diesen alten Knacker das gekauft? Ah, egal, ich war dämlich. Warte, kann ich... Okay, ich kann da nicht, dann muss ich nach oben. Ein Tonic gestohlen. Ich hasse diese Viecher dafür, dass die mich bestohlen haben. Zyklon. Okay, dreimal Zyklon. Ah, fick dich doch, fick mich nicht, Mann.
Der Zyklon auf 3. Sind die jetzt weg? Okay, das hier ist weg. Luca kommt auch noch einmal kurz drauf. Nein, es dauert noch etwas, weil der Bastard ihn geheilt hat. 47. Komm, ich greife dich noch davor an, bevor du mich ja vergewaltigen kannst oder so. Kann man diese Viecher nicht irgendwie angreifen oder so? Ich will diese kaputt schlagen. 68. 62 Erfahrung. Yeah, okay. Kein Level up, okay. Verschwinde, du Missgestalt. Magnetbogen. Das ist bestimmt für sie. Ja, ich hatte recht. Ja, ist klar, wenn die mich einmal bestohlen haben, sind die komplett weg. Ist klar. Boah, meine ganzen Tonics, die ich gesammelt. Okay, die kann ich auf einmal. Ich kann die alle auf einmal töten. Okay, paar davon. Also 4 Stück davon. Ich davon sind tot. 1, 2, 3. Okay, jetzt ist noch der eine da übrig. Der will so jetzt sowieso noch sterben. Komm, du greifst mich sowieso nicht an, weil du ein Krater bist. Und Krater sich nicht bewegen. 75. Dankeschön. 75. Yep. Male lernt 13. Wie viele Minuten habe ich schon? Ja, 21 Minuten. Ach komm, wir können das noch toppen. Ich hasse dich dafür, du kleiner Bastard. Okay. So. 3 auf einmal. Wie viel? Hä? Muss ich mit Magie angreifen oder was? Feuerwirbel. Oder wie läuft das jetzt ab? Ja, mit Feuer. Also mit Magie musst du die angreifen. Mit physischen Attacken funktioniert das nicht. Luca reicht nächste Stufe. Speichern das ab. Was bist du für ein Riesenbaby? Ether halten. Oh, nicht schon wieder. Ja, fick dich doch. Feuerwirbel. So. Zum Glück habe ich noch viele Äther, die kann ich dann immer wieder auffüllen. Aber dieser Bastard wird mich dann angreifen. Voll die Kacke, dass man keine physischen Attacken bei denen einsetzen kann. Kombi. Aurawirbel zeige ich. Nein. Ah, Kacke. Feuerwurf. Achso, das heilt mich, oder wie? Achso. 42, ja. Mal erreicht nächste Stufe. Speichern. Oh, ihr elenden Bastardos. Kann ich noch einmal... Ja, ich habe gewonnen. Und nochmal. Und so. Weg mit euch. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen overlevelt bin. Ich weiß es nicht. Was bist du für ein Teil denn? Was für ein Monster ist das? Mit einem Bein und sieht aus wie ein Riesenbaby. 16 Schaden, okay. Macht schon eigentlich einen Schaden schon. 84. Das ist ein Mutant. Habe ich auch schon bemerkt. Was für eine Zukunft sind wir denn? Okay, hat mir gerade Leben abgezogen, aber... Ist es in der... Das ist in der Zukunft, das weiß ich schon. Aber was für eine Zukunft? Von unserer Zukunft oder was für eine Zukunft? 22 Erfahrungspunkte. Okay. Wo ist ein Äther denn?
Hier, Ether. So. Und Safe State. Und sehen wir uns mal die Gegend hier an. Da ist noch ein Mutant-Baby. Hallo, Mutant-Baby. Ich will dir die angreifen. Okay, will wohl nicht. Okay, hier geht's. Laboratorium 32. Speichern ab. Okay, das gleiche, aber das sind dann Roboter. Kanalisation. Okay, da muss ich nicht hin. Dann gehe ich lieber in die Mitte. Ares-Kuppel. Und wie läuft hier alles? Und wie läuft hier das? Sehen uns mal an. Okay, da sind auch Leute. Ich glaube, ich werde da, bevor ich da weitermache, noch ein bisschen leveln. Alter Mann, ihr da. Wo seid ihr her? Wir kommen von den Labors im Westen. Was? Hey, sind Leute, die durch die Ruinen gekommen sind. Wirklich? Ist das ein Scherz? Also gibt es Menschen, die diese Mutanten schlagen können? Ja, das sind wir. Und? Wer seid ihr? Papa bringt uns was zu essen. Mein Mann ging hinunter in die Lagerhalle. Seitdem ist er verschollen. Verzeiht, ich bin Dor, Nachfahrer direkt aus dieses Infozentrums. Im Keller ist ein Großrechner und eine Lagerhalle mit Nahrung. Aber wir kommen nicht bis dahin durch. Wegen den Wächterroboter ist es schlimm. Okay, eine alte Fabrik namens Protokoppel ist im Osten. Ein paar verrückte Roboter bewachen sie. Auf den Kontinent im Süden kommt man durch die Kanalisation, aber haltet euch vom Todesgipfel fern. Okay. Ein alter Mann bleibt in einer Kuppel nahe dem Todesgipfel. Muss ein Spinner sein. Die Tür mit dem Emblem, nicht einmal mit Dynamit geht sie auf. Und du? Kleines Mädchen, versteckst du dich? Habt ihr Geld? Ja. Hier, das ist Geld. Egal, ich muss irgendwas loswerden. Eisenanzug. Eisenhelm. Okay. Geld sparen irgendwann 20 Jahre. Behauptet er was? Behauptet der Typ irgendwas? So. Bronzerüstung, Eisenanzug. Eisenanzug, okay. Ja, wann steht da Gewitter? Stand nicht schon davor immer? Ich weiß es gar nicht. Ich habe noch nie das gemerkt. Okay, ich mache noch diese Stelle. Okay, wo ist die Lagerhalle? Hallo, wo ist die Lagerhalle? Ausruhen? Ja. Ja. Yep. Aber der Hunger bleibt. Ja, ist klar. Geht ihr nach unten? Na sicher. Aber niemand ist jemals wieder hochgekommen. Wir versuchen es eben. Wie schön, solch beherzte junge Menschen wie euch zu sehen. Seid vorsichtig und kommt lebend zurück. Warte mal, ich will mal was kurz sehen. Okay, ich mache noch dieses hier, dieses Level. Und dann werde ich trainieren gehen. Weil ich denke, ich brauche das auch dringend. Dieses Pult steuert den Durchgang. Wir brauchen ein Passwort dazu. Ja, okay. Wir brauchen ein Passwort. Habe ich schon verstanden. Okay. Habe ich da irgendwas glitzern sehen? Und hier? Okay. Scheint eine Statue zu sein. Ein Zettel hängt dran. Warnung, wer sich in der Nähe des Lagerraums aufhält, wird angegriffen. Okay. Habe ich schon irgendwie geahnt, dass ich angegriffen werde? Angegriffen werde, ja, ist richtig gewesen. Okay, da gibt es auch bestimmt nichts. Da gehe ich einfach nach oben. Boah, Programm wird ausgeführt. Krone, was ist hier los? Male, Achtung!
Wollt ihr mich komplett verarschen? Ach komm, Angriff. 154. Zu dritte Delta-Angriff möglich. Ihr Wichsers. Verdammte Kacke. Scheiße. Okay, komm. 88 zu der. Verdammt, ich hab reingekackt. Ja, alle sind tot. Das erste Game Over in meinem Leben. In diesem Spiel. Vor die traurige Musik. Und? Ja, ist klar. Ist klar. Jenseits der Ruin. Und wir sehen uns das nächste Mal, wo ich dann aufgelevelt bin und dann diesen Bastard-Monster besiege. Also, bis später.